Das geht. Willkommen zu einer neuen Folge Werder Talk. Ich denke mal, so nenne ich die Folge, ich weiß es noch nicht genau. Wo ich halt in dieser Serie, wo ich über Werder Bremen rede, mein Lieblingsverein. Ihr könnt mir mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, wie ich das Format vielleicht nennen soll. Demnächst vielleicht auch mal mit noch einem anderen Unparteiischen oder vielleicht mit noch einem Werder-Fan. Ich habe den Heyo da vielleicht. Meldet dich doch mal in die Kommentare, wenn du wirklich Lust drauf hast. Dann können wir die nächste Folge vielleicht zusammen machen. So, das erste Thema ist Junuzovic von Sa Saints, ich kann ihn nicht aussprechen, gescoutet. Das ist Southampton. Und so wie ich es gehört habe, soll es da sehr speziell gehen in einer Ablöse der zweistelligen Millionensumme. Wo ich zu sagen muss, bin ich mit einverstanden. Einfach aus dem Grund, weil Junuzovic kein schlechter Spieler ist und der wahrscheinlich auch erstmal international spielen will, dann wo er sich dann beweisen kann und ich hoffe auch wird. Und deshalb finde ich das eine gute Sache. Wir kriegen gut Geld, können es hoffentlich ersetzen. Es kam ja kurz im Gespräch Demir Bay von Hamburg. Den fände ich vielleicht ganz nice, aber ich weiß noch nicht genau, ob der den halt ersetzen könnte. Auf jeden Fall bräuchten wir dann, denke ich mal, einen Ersatz. Oder wir brauchen noch nicht mal unbedingt einen Ersatz, weil wir halt einen Fritz, einen Grillitsch, einen Jatta Barré und einen Bargfrede haben, die da spielen können. Und deshalb, ja, kann das eigentlich auch so bleiben. Dann kommen wir einfach mal zum nächsten Thema. Und zwar, wer davon richtig teuer, die Torhüter Jaroslav Dropny. Das finde ich für mich, als ich das gelesen habe, war das wirklich richtig nice, weil. Was steht da mit Jaros Konten ein Tor mit großer Verwichten, der schon oft gezeigt hat, dass er im Falle eines Falles 100% bereit ist, genau. Und zwar Jaroslav Dropny, wo ich das gelesen habe, dass Bremen interessiert ist und Mainz und noch irgendjemand, habe ich gesagt, nice, wenn der zu Bremen kommen würde, ich würde mich richtig freuen. Denn der Typ ist nicht nur stark, der hat bewiesen, dass er im 1 gegen 1 vor allem sehr stark ist. Und ja, mit seiner Erfahrung will er vielleicht auch kein Stammspieler werden. Aber ich hoffe vielleicht. Entweder habe ich gedacht, das habe ich heute schon erzählt, wenn wir Dropny verpflichten, so wie es jetzt ist, hat Baumann entweder vor, Wiedwald zu verkaufen, weil wir schon ein gutes Angebot für den bekommen haben, oder er will Wiedwald mal richtig Feuer hinterm Arsch machen. Denn Wiedwald haben wir letzte Saison gesehen, war öfters mal schwach und dass man dann halt jemanden hinter ihn hat, der locker Stammspieler bei uns sein könnte. Und deshalb sagen kann, hier, Vitor spielt mal zwei Spiele hintereinander schlecht, dann kommt halt mal Dropny erstmal rein. Deswegen für mich ein super Transfer, ablösefrei, bisschen Gehalt kostet da, ich weiß nicht wie viel. Aber so jemand als zweiten Hintermann zu haben, ist eigentlich mal perfekt. Nächstes Thema. Vestergaard wechselt noch diese Woche. Dasselbe wie bei Junuzovic, er möchte international spielen und das mit 23. Ja, ist sehr nice. Wir haben den letzten Winter, also seit 1,5 Jahren spielt er bei uns, für 2,5 Millionen aus Hoffenheim geholt. Jetzt verkaufen wir für 10 Millionen, soweit ich das gelesen habe. Ja, 10 Millionen ist viel Geld, aber ich habe eigentlich gedacht, dass der sogar noch für ein bisschen mehr wechseln könnte oder wechseln soll sogar. Also, weil für mich ist das ein starker Innenverteidiger. Der hat eine geile Größe mit 1,90. Wenn der jetzt wirklich bei Gladbach Kopfballstärke trainiert, dann macht der fast jedes Ding rein. Und ja, das wäre jetzt ziemlich nice, wenn der noch bei uns geblieben wäre. Aber zu den 10 Millionen kommt auch noch von uns ein Weiterverkaufsrecht, einer prozentualen Anteil so. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt Vestergaard nochmal von Gladbach dann für 30 Millionen weiterverkauft würde, an mal angenommen Real Madrid. Dann bekommen wir den 30 Millionen Erlös im Bruttoinsatz von XY. Sagen wir mal irgendwie 20% oder sowas. Von 30 Millionen 20%, ne? Könnt ihr euch selber ausrechnen eventuell. Ja, ist nicht ganz so wenig. Aber ich weiß halt nicht, ob das so schlau war, sich vielleicht sowas zu machen, anstatt jetzt irgendwie 17, 18 Millionen zu kriegen, als in vielleicht 4, 5 Jahren eventuell nochmal was. Deswegen, wir brauchen halt jetzt eigentlich das Geld. Und nicht in ein paar Jahren. Aber naja, vielleicht war das ja gar nicht so dumm. In ein paar Jahren rede ich da vielleicht anders drüber. Was ich noch sagen wollte, ist, wenn wir Vestergaard verkaufen, hoffe ich, dass Baumann sich um Papi Giobocci bemüht, der ja letztes Jahr schon verliehen wurde an uns. Vielleicht bekommt man den für 5, 6 Millionchen von Chelsea abgeluchst. Dann zum nächsten Thema, zum letzten Thema.
Was mich auch mega gefreut hat, Bremen macht Interesse an Florian Kainz offiziell. Und als ich das hier gelesen habe gerade, bestätigt Baumann das Interesse an Kainz gegenüber der Bild rund 2 Millionen Euro, 2,5 Millionen Euro soll der Österreicher kosten. Das ist mega wenig. Ich habe gedacht, der kostet so 6, 7 Millionen. Ich habe mich gefreut. Also wenn Bremen den bekommt, nehme ich nicht alles, aber das Größte zurück, was ich über Baumann gesagt habe. Denn dieser Kerl ist wirklich ein sehr guter, soweit ich das gehört habe. Der ist schnell, kann auf den Flügeln spielen, kann in der Mitte spielen. Ja, kann Zehner, kann Sechser, kann Achter sogar, glaube ich. Also ZDM kann er auch noch. Auf beiden Flügeln kann er spielen. Der kann sogar zur Not im Sturm spielen. Und ja, der ist halt mega schnell. Die Eckdaten habe ich über den jetzt gerade nicht. Ich gucke jetzt nochmal direkt nach. Aber für 2,5 Millionen 23-jährigen Österreicher zu kaufen, wo wir ja eh schon ein paar haben. Wenn Junuzovic geht, haben wir immer noch einen Krilic da. Kein. Mal kurz gucken. Jetzt lädt es gerade. Genau. Und ja, der wäre halt meiner Meinung nach sehr nice. Hat hier. Da steht 2,5 Millionen. Der hat einen Marktwert von 4,5 Millionen. Laut Transfermarkt.de. Ich spiele ganz gerne verschiedene. Er möchte sehr gern zu uns. Das ist auch noch eins, wenn er wirklich zu uns möchte. Das wäre auch sehr nice. Von Sturm Graz kam der 14-15 für 300.000. So, jetzt können wir hier mal gucken. 23, 1,75 groß. Fuß rechts. Da. In 33 Spielen hat er 7 Tore und 19 Vorlagen gemacht. Das ist sehr gut. In der Europa League hat er gespielt 7 Mal, hat 2 Vorlagen gemacht. Champions League Quali auch, hat er sogar ein Tor gemacht. Und im österreichischen Cup in 3 Spielen 3 Tore. Also ganz ehrlich, kauft euch den. Bitte. Kauft euch Kainz Bremen. Bitte. Ein guter Ersatz vielleicht für Juno sogar. Oder wenn der sogar bleibt, eine gute Ergänzung. Also finde ich nice. Ich wüsste halt nur nicht, da ist das Problem. Bremen hat auf den Flügeln einen Finn Bartels. Wir haben einen Hajrovic, der zurückkommt. Wir haben einen Eilers, der in der dritten Liga richtig aufgedreht hat. Wir haben einen Jatta Baré, der dort spielen kann. Der kann auch in die Mitte ziehen. Also ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Aber das wird auf jeden Fall, ja, sehr schwierig. Vielleicht kauft man ja noch einen Guča. Na sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's von diesem Video nämlich. Und ja, ich werde mich zurückmelden mit diesem Projekt, wenn wieder ein paar neue Infos über Bremen draußen sind. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Der erste Part kam ja richtig gut an. Bedanke ich mich auch nochmal für. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.